Ja, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von One Life in Music, der All-Time-Album-Classics. Und heute möchte ich euch einen Mann vorstellen, der vielleicht nicht so bekannt ist, wie er sein sollte, nämlich um den Ausnahmesupergitarristen Frank Marino und seine Band Mahogany Rush aus Kanada. Und zwar ist es so, es geht da zurück in die 70er Jahre, wo er angefangen hat, Alben zu machen. Und ich möchte eigentlich erst einsteigen bei seinem ersten Live-Album. Er war natürlich sehr nahe an Jimi Hendrix am Anfang und man hört das auch sehr deutlich. Also, ich spiele aus seinem ersten Live-Album hier Mahogany Rush, und zwar war das 1978. Wie schon gehört, am Anfang den Titel The Answer. Noch einen weiteren Titel hier, wo man hört, was der Mann so alles drauf hatte auf der Gitarre. Das war also eine Liveband, wie es im Buche steht, schon 1978, und darum spiele ich gerade noch einen nächsten Titel, Talking About a Feeling, aus diesem Album. Do this number called Talking About a Feeling right now. Also dieses Live-Album gehört sicher zu den allerstärksten Live-Alben, die eine Rockband wahrscheinlich je gemacht hat. Und darum verlasse ich jetzt dieses Album und gehe zu einem Studioalbum, das 1979 rausgekommen, Tales of the Unexpected. Und hier höre ich schnell den Titel Sister Change. She makes us gain a faithful change.
Ja, und auf diesem Album hat er auch sogar Coverversionen von Jimi Hendrix und sogar von den Beatles. Ein sehr tolles Album, eines der ersten so richtig, wo auf Erfolgskurs waren. Und dann gehe ich gleich weiter zum nächsten Album, und zwar What's Next. Und zwar hier spiele ich euch den Titel You Got Livin'. War jetzt bereits 1980 hier mit What's Next, und als zweiten Titel spiele ich für euch schnell Finish Line. Nächster Titel gleich noch Rock'n'Roll Hall of Fame. Wer Rockmusik mag mit einer unglaublichen Gitarre, der kommt hier voll auf seine Kosten. Dann gehe ich ein Album weiter, und zwar sind wir jetzt bei 1981 mit seinem Album The Power of Rock'n'Roll, und hier spiele ich euch gerade den Titelsong The Power of Rock'n'Roll. I'm standing.
diesem Album gerade noch den nächsten Titel, und zwar Ain't Dead Yet. Seine Alben waren wahre Meisterwerke der Gitarrenrockmusik. Ein wahrer Geheimtipp, dieser Frank Marino. Und dann fahre ich gleich ein Album weiter und komme jetzt eigentlich zum letzten Album dieser klassischen Ära hier. Und zwar ist das Juggernaut. Und hier spiele ich euch den Titel Strange Dreams. Ja, und dann noch auf dem gleichen Album natürlich den zweiten Song Midnight Highway. Natürlich ein Gitarrist, den man kennen sollte, wenn man auf Gitarrenmusik steht, und das waren jetzt bereits so ein bisschen die Glanzlichter dieses Frank Marino, und ich hoffe, ich habe euch wieder ein bisschen Freude bereitet, und schaltet wieder mal ein, wenn es heißt One Life in Music, der All-Time Album Classics. Und als letzten Song von diesem Album spiele ich für euch noch schnell Maybe It's Time, und so wie der Name schon sagt, es ist Zeit zum Tschüss sagen, bis nächstes Mal, und danke für die Daumen nach oben und eure Kommentare. Wie gesagt, jetzt noch zum Schluss Frank Marino und Maybe It's Time. Tschüss!